Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein brandheißes Thema für euch. Heute geht es wieder um das Förderchaos in Deutschland, Teil Nummer 3, und es geht heute dabei um die Photovoltaik. Ja, auch hier ist einiges im Umbruch, will ich mal sagen. Vor kurzem wurde gerade erst auch sehr überraschend ein Förderprogramm bei uns hier in NRW, und zwar ein sehr großes Förderprogramm, komplett zu Grabe getragen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage bei den ganzen Förderprogrammen, die gerade überall so hinten rüber purzeln, was denn bitteschön im neuen Jahr mit der Mehrwertsteuerbefreiung auf die Photovoltaikanlagen so passiert. Und genau das schauen wir uns heute mal so an. Und heute steigen wir ein mit unserem landesweiten Programm hier in NRW zur Photovoltaikförderung bzw. des Ausbaus der Photovoltaik. Das war noch im November, selbst im November wurde das noch gehandelt als unfassbar wichtiges Programm, was den Ausbau der Photovoltaik fördern soll hier in NRW. Ganz besonders eben die Freiflächen-PV-Anlagen. Also was dieses Programm abdeckte, das waren hauptsächlich Anlagen, die jetzt nicht von EEG-Regelungen gefördert wurden. Sprich also Freiflächen-PV, Agri-PV, Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden und so weiter, aber auch so ein bisschen andere Geschichten rund um Photovoltaik, nämlich auch das Erweitern oder eben das Modernisieren der Elektroinstallation von Mehrfamilienhäusern. Also auch durchaus wichtige Geschichten, wichtige Basisbausteine, um auch den Ausbau der Photovoltaik in den Griff zu kriegen. Und ja, was ich meine, das war erst noch groß gefeiert worden, dann im November wurde das beschlossen, dass es dann ausläuft, und ja, genau Anfang Dezember ist das denn auch hier in NRW komplett ersatzlos gestrichen worden. Es gab auch noch eine Beratungsstelle in NRW, die praktisch dann genau für solche Sachen auch zu Rate gezogen werden konnte. Auch die wurde, naja, das ist im Prinzip nur konsequent, die wurde auch beschlossen, das wird alles zugemacht. Letztendlich, klar, wenn ich kein eigenes landesweites Photovoltaik-Förderprogramm mehr anbiete, dann brauche ich auch keine Beratungsstelle mehr, ja. Aber die Ironie dahinter, die erkennt halt auch keiner. Wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen aber Photovoltaik fördern und gerade die Freiflächen-Photovoltaikanlagen, das sind ja Anlagen, wo wir ja auch über ganz andere Größenordnungen sprechen. Das ist reden wir nicht über 3 oder 4 Kilowatt Peak, die sich einer aufs Dach zangelt, ja, oder 2 Balkonkraftwerke, die irgendwo dann verschenkt werden, sondern da geht es ja ganz schnell in die 100 Kilowatt, 700, 500, 800 Kilowatt, die du da irgendwo installierst, bis hin zu Megawatt. Ja, also ja, sowas wurde halt direkt ad acta gelegt, auch das ohne großes Tamtam, hat man höchstens in der Zeitung mal irgendwo gelesen als Randnotiz. Wobei ich sagen muss, letzten Endes auch genauso plötzlich, weil ja, auch hier, Freiflächen-PV, da reden wir ja auch über Sachen, die dauern Monate, wenn nicht sogar Jahre in der Planung, weil du brauchst dann teilweise Bauanträge und da müssen Netzpunkte, da müssen Trafostationen mit untergesetzt werden und so weiter. Also alles Sachen, die einen unheimlichen Koordinationsaufwand erfordern. Und auch da wieder, da werden bestimmt der ein oder andere Anbieter oder vielleicht auch Privatmann, der in sowas investieren wollte, auch mitten im Prozess gewesen sein. Dann wird das ganze Förderprogramm gestoppt und zum Graben getragen. Und dann hat sie die Sache auch erledigt. Also sprich, der Photovoltaikausbau in NRW wird garantiert dadurch jetzt erstmal nicht weiter beschleunigt werden. Ja, man sieht also an dem Wegbröckeln solcher Förderprogramme, zum einen auf Landesebene, jetzt an dem Beispiel von NRW, aber auch sehr viele kommunale Programme, die eben da so zum Jahreswechsel noch eingestellt wurden, zum Teil oder zum großen Teil eigentlich aus Geldmangel, dass auch so ein Bereich wie Photovoltaik, erneuerbare Energien und so weiter nicht automatisch jetzt krisenfest sind, wenn das Geld knapp wird. Und da stellt sich schon die Frage, wir haben ja noch ein wirklich großes Programm, bundesweit die Förderung, nämlich den Wegfall der Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, wie ihr es nun bezeichnen wollt, auf Photovoltaikanlagen. Und da darf man sich natürlich schon die Frage stellen, wie krisensicher ist denn dieses Programm? Erstmal einmal kurz, was wird da gefördert? Seit 2023, und genau genommen Anfang 2023, wurde das beschlossen und auch dann eingeführt und in das entsprechende Steuergesetz, dass es einen sogenannten ermäßigten Steuersatz von 0% auf sämtliche Hauptkomponenten der Photovoltaikanlage gibt. Das ist im Prinzip alles, was rundherum ist. Also natürlich die Photovoltaikmodule, der Batteriespeicher, das Montagesystem, aber eben auch Solarkabel und so weiter und auch die Installationsleistung der Photovoltaikanlage. Allerdings auch wirklich nur die direkte Installation, also sprich die Montage des Systems auf dem Dach, das ist da inkludiert, aber
nicht, wenn ihr zum Beispiel dann auch noch die Dacheindeckung neu macht oder so. Also Umfeldmaßnahmen, wie es vielleicht bei der Heizung gefördert wird, sowas wird dabei nicht gefördert, sondern wirklich nur die direkte Montage der Photovoltaikanlage. Aber nichtsdestotrotz reden wir da eben über den Wegfall der Mehrwertsteuer, das heißt 19% weniger. Allerdings habe ich da auch schon mal einen kleinen, ein bisschen Ärger für gekriegt. Das heißt nicht 19% Rabatt übrigens. Ja? Das heißt, die 19% Mehrwertsteuer, die wird hier oben drauf geschlagen. Das heißt, wenn ihr die jetzt also einspart, dann spart ihr am Ende effektiv 16%. Aber 16% Rabatt, würde ich es mal nennen, auf alle Komponenten oder wenn ihr euch eine Photovoltaikanlage zulegt, praktisch auf das Gesamtpaket, ist natürlich durchaus auch ein Argument für den einen oder anderen und es ist durchaus eine effektive Förderung. Weil ich muss mal sagen, insgesamt finde ich die Förderung wirklich gut, weil sie so einfach funktioniert. Das ist halt kein Bürokratiemonster wie viele andere Geschichten, sondern das ist einfach vollkommen, ihr müsst keine Anträge stellen, ihr müsst da nicht irgendwelche Nachweise sonst was liefern, sondern ihr kauft eine Photovoltaikanlage und letzten Endes kauft ihr die ohne Umsatzsteuer und das war es auch schon. Und es skaliert auch wunderbar. Ne? Das heißt, man kann also bis 30 Kilowatt Peak ja, die Anlage frei kaufen, wie man das gerne möchte. Wer eine kleine Anlage kauft, entsprechend günstiger, der kriegt halt ein bisschen weniger Förderung und wer halt eine große Anlage kauft bis hin zu 30 Kilowatt Peak, der kriegt eben eine entsprechend größere Förderung. Na, so, das ist also dann auch irgendwie relativ fair gemacht. Über 30 Kilowatt Peak ist es dann so, dass ihr wieder normal die Umsatzsteuer zahlen muss, aber bis dahin ist es letzten Endes dann steuerfrei. Ja, der ein oder andere stellt sich natürlich jetzt auch zu Recht die Frage, wie soll das Ganze denn jetzt weitergehen? Bleiben denn jetzt Photovoltaikanlagen auch im neuen Jahr steuerfrei? Und da ist ja nun auch der ein oder andere, ich habe es ja in den vergangenen Fördervideos so auch so ein bisschen schon erläutert, dass da ja auch die ein oder andere Förderung sehr schnell einfach mal von heute auf morgen beendet wurde. Prominentes Beispiel halt die E-Auto-Förderung, die praktisch über Nacht beendet wurde, weil schlichtweg der Fördertopf leer war, wie man immer so schön sagt. Wie sieht es jetzt aus mit der Umsatzsteuerbefreiung? Nun ja, das ist eine Sache, die wurde festgelegt im entsprechenden Umsatzsteuer-Bla-Gesetz, also vom Bundesfinanzministerium. Und das ist letzten Endes nicht als befristete Förderung vorgesehen gewesen. Da wurde einfach festgelegt, es gibt den reduzierten Steuersatz von 0% und der gilt ab sofort unbefristet auf eben die eben angesagten Komponenten und Dienstleistungen rund um die Photovoltaikanlage. Also von einer Befristung oder von irgendeinem Ende war da nie die Rede. Und auch bisher hat sich da keiner dran getraut, das jetzt irgendwie wieder kippen zu wollen, ja, im Sinne von, wir müssen irgendwo Geld einsparen. Wenn man das hört, wenn darüber diskutiert wird, dann wird das sehr häufig so ein bisschen verwechselt. Es gab ja auch im letzten Jahr befristete Steuervergünstigungen, zum Beispiel für die Gastronomie ist jetzt ja ein prominentes Beispiel, was auf 7% reduziert wurde, jetzt allerdings wieder auf 19% angehoben wurde, weil das letztendlich eine befristete Sache war und das wurde nicht verlängert, das wurde praktisch auslaufen gelassen und deswegen ist die Gastronomie jetzt wieder mit 19% Mehrwertsteuer und eben nicht mehr der 7% und auch ich glaube bei Energielieferanten, da war das auch so, dass das auch befristet war. Das verwechselt man dann immer gerne. Die Photovoltaikförderung mit den 0% Umsatzsteuer, die ist allerdings unbefristet. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ich bin nicht so tief im Steuerrecht drin, ob man jetzt auch an dieser Stelle einfach sagen könnte, okay, wir ändern das jetzt wieder. Also das Unbefristete kann man ja auch sagen, okay, wir ändern das Gesetz einfach wieder, wir machen jetzt wieder ganz normale Steuern da drauf. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie schnell sowas geht. Aber erstmal muss man wissen, das ist unbefristet und es gibt eigentlich auch keine aktuellen Bewegungen in diese Richtung, dass das in irgendeiner Art und Weise geändert werden soll. Und damit kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und Fazit von meiner Seite. Also grundsätzlich habe ich das ja auch in meinen vergangenen Fördervideos so ein bisschen immer hinterfragt, wie sinnvoll und wie notwendig sind eigentlich so allgemein Förderprogramme. Weil oft wissen wir ja, das Geld wird letzten Endes irgendwo auf dem Weg, geht das verloren. Das heißt, der Steuerzahler, der muss natürlich dafür bezahlen, dass andere Leute eine Förderung bekommen. Aber die Förderung kommt meistens eher selten beim Endkunden an. Also ich kann das so ein bisschen mal aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe ja mal so ein Video gemacht, in dem ich über 200 Angebote von Photovoltaikanlagen miteinander verglichen habe. Wer das Video nicht kennt, ich kann das mal verlinken.
Und da habe ich, das war ziemlich Anfang 23 das Video, und da habe ich natürlich auch Angebote dabei gehabt aus dem Jahre 22, wo natürlich noch ganz normal die Umsatzsteuer mit drauf war. Und ich habe natürlich auch Anlagen gehabt aus dem Jahre 23, entsprechend dann ohne Umsatzsteuer. Und das wirklich Interessante an der ganzen Geschichte ist, da das jetzt so viele Angebote waren, waren da natürlich auch sehr viele Anlagen bei, die man auch wirklich ernsthaft miteinander vergleichen konnte. Also zum einen jetzt von der Größe der Anlage, aber auch letztendlich von der entsprechenden Aufbau und auch von den Komponenten, sodass ich also wirklich da Anlagen bei hatte, die konnte ich 1:1 vergleichen aus dem Jahre 22 und 23. Also einmal mit, einmal ohne Mehrwertsteuer. Und jetzt könnt ihr ja mal kurz einen Tipp abgeben, was ihr glaubt, ob jetzt die Anlagen 23 auch tatsächlich ungefähr 16% günstiger waren. Nee, waren sie nämlich nicht. Nein, doch. Im Endeffekt waren die genau gleich teuer für den Kunden. Ja? Das heißt also, der Endkunde, der die Photovoltaikanlage gekauft hat, der hat von diesem 16% Rabatt original gar nichts gesehen. Das ist also irgendwo anders geblieben, aber auf jeden Fall nicht beim Endkunden. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, das ist ja auch so ein bisschen die Kritik generell an so Förderprogrammen. Genau wie jetzt bei den E-Autos finde ich das auch sehr interessant, dass man jetzt liest, ich hatte das ja auch in dem E-Auto-Video schon erwähnt, dass die Förderung jetzt von den Automobilunternehmen dann entsprechend einfach so unbürokratisch und übernommen wird. Das ist natürlich schön für den Kunden, weil der mit dem Geld gerechnet hat, und wenn das auf einmal fehlt, ist das echt scheiße. Aber auf der anderen Seite ist natürlich durchaus interessant, dass die Automobilunternehmen einfach so sagen können, ja okay, dann lassen wir das halt weg, ne? So, was soll's, ne? Komm, 6.000 Euro kriegst du noch oben drauf, ne? Und noch ein Aal in eine Zeitung, weißt du? Ist auch interessant, dass das dann so einfach funktioniert. Und da fragt man sich natürlich schon, ob das nicht im Vornherein so eingepreist war. Und das ist leider Gottes bei vielen Programmen der Fall. Das heißt, das kostet dem Steuerzahler eine Menge Geld. Diese vielen, ich glaube, was haben wir, ich habe es mal irgendwo gelesen, in Deutschland haben wir, glaube ich, um die 8.000 Förderprogramme, die aktuell irgendwo existieren, wo wir natürlich überall Unmengen an Geld reinschieben müssen, damit die realisiert werden können. Und auf der anderen Seite fragt man sich, wem es dann zugutekommt. Meistens sind es ja Wirtschaftsförderungen in irgendeine Richtung. Und wenn man das jetzt von heute auf morgen kippen würde, alle Förderungen komplett einstellen, so einen harten Entzug, so einen kalten Entzug machen würde, dann würde das auf der einen Seite natürlich bedeuten, dass vielleicht manch einer erstmal ein bisschen mehr Geld bezahlen muss, aber am Ende des Tages würde sich das wahrscheinlich wieder normalisieren, weil wir natürlich dann auch Milliarden weniger an Steuergeldern ausgeben müssten, die wir ja dann wieder irgendwo anders dann anwenden könnten, damit der Bürger wieder entlastet wird und vielleicht diese Förderung einfach auch überhaupt gar nicht braucht, weil er sich die Anlage auch ohne leisten kann auf einmal wieder. Ne? So, wäre ja auch durchaus mal zu überlegen. Mein Hauptpunkt gegen solche Förderprogramme ist letztendlich immer die Marktverzerrung, die damit stattfindet. Ne? Egal ob jetzt E-Auto oder PV, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich verzerre immer den Markt so ein ganz klein bisschen. Der Verbraucher, der verliert so ein bisschen das Vertrauen da drin, dass das echte Preise sind. Ich lese das immer sehr viel, gerade bei Wärmepumpen, dass sie halt sehr teuer sind. Wenn jetzt der Unternehmer, das entsprechende Sanitärunternehmen da ein Angebot schreibt, dann kostet die Wärmepumpe 40.000 Euro. Und dann sagen immer ganz viele, ja, die ist nur so teuer, weil die natürlich auch wissen, dass man dafür dann irgendwie 10.000, 15.000 Euro Förderung kriegt. Und deswegen preisen die das pauschal mit ein, und damit die sich noch einen Porsche kaufen können. Das wird natürlich immer unterstellt. Aber daran sieht man natürlich, dass die Leute kaum Vertrauen in die Preise haben, weil sie wissen, ja, wo das Geld mit den Förderungen bleibt, ne? Keine Ahnung, aber das nimmt sich irgendwer dabei an weg. Ich kriege es jedenfalls nicht. Und da wäre es natürlich schön, wenn diese Förderungen weg wären, dann wären das wieder reale Preise. Da würde sich der Markt eventuell wieder so ein bisschen beruhigen. Die Leute würden wieder Vertrauen in die Preise kriegen. Die wüssten dann, das sind echte Preise, nenne ich es jetzt mal. Ja, das sind einfach die Preise. Und der Markt kann auch wieder gegeneinander arbeiten. Und vor allen Dingen auch Systeme würden wieder gegeneinander arbeiten. Dann würde die Wärmepumpe vielleicht auch mal tatsächlich wieder, ohne die Förderung, steht die dann auch wirklich mal in einer echten Konkurrenz zu anderen Systemen. Und Benutzer würden sich dann wirklich auch aufgrund von Preis, Leistung oder sonst irgendwas dann für das eine oder das andere System entscheiden. Und eben nicht über den entsprechenden Förderbetrag, was ich glaube auch eine ganz gute Sache wäre. Würde mich mal interessieren, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet, ja, von diesen ganzen Förderungen und so weiter. Vieles ist ja nun eingestellt worden aus Geldmangel. Die Frage ist, was wird davon wieder ausgegraben? Werden vielleicht noch mehr Förderungen eingestellt? Wird sich dann mal zeigen. Wie immer so am Anfang des Jahres ist ja erstmal alles noch so ein bisschen offen. Naja, würde ich sagen, das war's für heute. Förderungen, Photovoltaik, einiges beendet. Allerdings zum Glück die Mehrwertsteuer, die bleibt uns erstmal noch. Also die Mehrwertsteuerreduzierung. Und so viel dann
von meiner Seite. Wenn noch was sein sollte, schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.